für ein Raubtier, dass die Beute beim Fressen lediglich mit einer Hand gehalten wird. Das tun sonst nur Nagetiere und Affen. Bereits mit 10 Wochen ist diese Beutelmaus geschlechtsreif. Ihren Partner sucht sie im australischen Frühling von September bis Dezember. Einen halben Monat später kann sie bis zu 10 Junge im Beutel haben. Dann müssen sich die Männchen zurückziehen, denn es kommt immer wieder vor, dass sie vom trächtigen Weibchen getötet werden. Doch auch dessen Lebenszeit ist kurz, sie dauert nur 2 bis 3 Jahre.